Einen wunderschönen Dienstag. Willkommen zurück bei Poly Bridge 2 mit der Mirror-Kampagne. Level, die wir kennen, wurden gespiegelt und damit schwerer gemacht. Das hier ist der Punkt, an dem ich euch beim letzten Mal verlassen habe. Level 2.15. Tendenz nahezu gelöst. Lediglich ein paar Kleinigkeiten müssen hier noch angepasst werden. Eine davon ist, dass dieses Moped ein kleines Katapult- und Zieh-Power-Ding hier braucht. Gucken wir mal. Ah, die interferieren jetzt leider so ein bisschen miteinander. Der erste fliegt schön. Der zweite fliegt theoretisch auch gut. Das könnte sogar funktionieren. Wenn er denn da hochkäme. Das ist leider noch nicht der Fall. Also müssen wir hier so ein bisschen anpassen und mal schauen, ob wir denn den Kollegen hochkriegen. Ja, ein Level haben wir bisher skippen müssen. Das war das Level 212, was aber laut Team Games auch quasi das schwerste Level ist. Stammt, wo er eben die Level gemacht hatte bis dahin. Und wir sind jetzt hier beim vorletzten Level der zweiten Welt. Okay, wir machen es anders. Oh nein, können wir nicht. Ich wollte ihn jetzt hier unten hoch katapultieren. Aber das geht nicht, weil ich nicht genug Straßen dafür habe. Das ist so ein bisschen ungünstig. Leider. So, wir ignorieren hier mal wieder zu Beginn das Budget. Einfach nur um zu gucken. Ich meine, wir haben aktuell eh noch ein bisschen Geld. Einfach nur um zu gucken, ob er da besser hochkommt. Er muss den halt noch mitnehmen hier. Wobei der aktuell auch hängen bleibt. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Die Straße darf da nicht stören. Der stört da leider. Vielleicht können wir den Abstand klein genug halten. Wenn das Gewackel länger durchhalten würde, würde er ihn davon abhalten, darüber zu kommen. Weil ich glaube nicht, dass der in der Lage ist, also dass der Krankenwagen in der Lage ist, das Moped wegzuschieben. Du musst bitte zur Seite gehen hier mit deiner Straße. Das Gewicht stört ein bisschen. Der wird das nicht schaffen, den auch noch hochzufahren. Oder? Wir gucken mal, ob er alleine hochkäme. Da ist jetzt das Ding gerissen. Deswegen müssen wir hier gleich mal schauen. Schafft er es denn alleine hoch? Ja, das schafft er. Okay. Problem ist, der Kollege kann sich nicht da alleine hochziehen. Das wissen wir. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil hier doppelt ist. Deswegen magst du das nicht so ganz. Wir sollten es ein bisschen langsamer fliegen lassen, damit ich auch sehe, wohin er geht. Oder wir markieren den. Ne, das ist ganz schlecht. Wir müssen ihn dann schon von unten ziehen. Der ist im Prinzip perfekt. Der ist jetzt perfekt. Natürlich nur mit Glück, weil er vom anderen noch mitgenommen wird. Aber jetzt müssen wir halt schauen, dass die Landung des ersten ein wenig akzeptabler wird. Vielleicht geht das hier mit. Weil wir haben hier noch Geld. Der Stahl kam weg. Oder wir müssen ihn einfach noch so ein bisschen anfertigen hier. Naja, der fliegt beschissen. Bisschen nach unten mit dem Ganzen. Der sieht doch gut aus. Jawohl, ja. Guckt euch das an. Wunderschön, wie sie beide hochfliegen. Wir sind im Budget. Also wenn es jetzt funktioniert, nehme ich Sim. Ich hoffe, er kann den mitnehmen. Dass der Krankenwagen genug PS hat, um den bis zur Ziellinie zu schieben. Er hat hier halt schon so ein bisschen Probleme. Hier wird er ein bisschen schneller.
Die Feder könnte hier jetzt gerade ein bisschen problematisch sein, aber... Bewegt er sich? Nee. Bewegt sich leider nicht. Okay, er ist auf jeden Fall gut geflogen. Jetzt schafft er's. Weil er weiter geflogen ist, hat er auch kein Problem am Ende. Na? Er zieht sich vor, er schafft's. Level geschafft. Cool. So, jetzt lassen wir mal ganz kurz so laufen, dass wir hier eben die Replay auch machen können. Weil sonst wird das nichts. Die machen wir noch weg. Und jetzt sehen wir gleich, wie er sich da durchkämpft. Hier, das Ding fällt runter und dann geht's los. Klar, Budget nicht perfekt, aber es ist im Rahmen und damit bin ich zufrieden. Weil wie immer ist mein Ziel im Budget ohne Bruch. Das gilt auch hier. So, die teilen wir mal ganz kurz, damit es eine Replay gibt. Weil da kann es sicherlich unterschiedliche Lösungen geben. Da bin ich gespannt, was eben andere mal machen. Müsst ihr mich nur daran erinnern, da eventuell zurückzugucken. Wir kommen jetzt ins letzte Level. 216. Oh no. Oh no. Nun, was musst du auch noch helfen, dem Model T auf den Truck zu kommen. Wobei das geschenkt ist. Never mind. Das ist easy. Das ist easy. Wir brauchen nicht mal Hydrauliken dafür. Das ist einfach nur doppelte Brücke bauen. Vielleicht könnte das finanziell doch ein kleines Problemchen mit sich bringen. Wenn ich mir das so anschaue. Gucken wir mal. Ja, wobei. Und ein bisschen stabil machen und dann geht das schon. Ja, ich glaube, hier die Diagonalen brauchen wir gar nicht. Machen wir hier einen hin, machen hier zwei hin. Wir gehen ein bisschen breiter. Und wenn es sein muss, machen wir hier noch einen hin zur Stabilisierung von der Seite. Okay, wir brauchen A noch eine Stabilisierung von der Seite. Und B ist das Ding zu schnell. Der ist leider über sein Ziel hinweggeflogen. Was für mich heißt, wir brauchen den hier nicht. Ja, perfekt. Nicht perfekt ist, dass hier nun das Zeug bricht. Jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen versuchen, auf andere Art und Weisen für Stabilität zu sorgen. Das wird, glaube ich, nicht wirklich halten. Interessant, dass er jetzt so anders fliegt. Oder fällt vielmehr. Als vorher, nur weil hier Holz ist statt Stahl. Du hast nicht viel PS. Die Hydraulikphase wäre auch erst, nachdem er da ist. Ja gut. Man könnte halt sagen... Wir machen daraus eine Brücke. Das könnte man natürlich machen, gell? Es wird leider nicht halten hier. Gucken wir mal, hier ist das Problem.
Ich weiß nicht, ob ich da im Nachhinein, wenn ich jetzt alles immer wieder durch Stahl ersetze, wo Holz ist, und anschließend versuche, irgendwie wieder zurückzubauen. Okay, das hält. Brauchen wir dich? Nein. Brauche ich dich? Nein. Damit haben wir es. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es so einfach wird. Wird es dann doch. Es ist wirklich einfach nur so bauen. Schön, wenn sowas mal relativ schnell funktioniert, muss ich sagen. Und damit können wir vor allen Dingen in die dritte Welt springen. Der Mirror Welt. Mirror Welt 2. Oben seht ihr auf jeden Fall schon die neue ID. Und die suchen wir jetzt ganz schnell. Und dann gucken wir mal rein. Also wir springen über das eine Level jetzt hinweg. Weil das ist leider schon ein Problem, muss ich sagen. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass es so ein katapultartiges Ding eigentlich sein muss. Oder was mit Tipping Tower, mit anschließendem Fangen. Irgendwie sowas, weil er hat ordentlich PS, also man kann ihn schon sehr hoch fahren lassen. Und dann eben umkippen und dann drüben so ein, zwei Straßen. Das Problem ist halt das Auffangen wieder. Wenn wir mal sehen, wir springen direkt rein in die Mirror World. Mirror Mode World 3. Das ist Looping-Geschichte. Ja, ich habe nicht erwartet, dass das Level sich selbst lösen wird. Macht aber Sinn. Easy going. Sehr guter Run. Sehr guter Run. Ich meine, das macht Sinn. Normalerweise startest du unten und du musst da hoch. So ist es halt. Los geht's. Okay. Das ist im Prinzip wirklich 1:1 dieselbe Lösung. Da gibt es keinen großen Unterschied im Vergleich zum letzten oder zum Original. Ich sag Original-Level. Ihr wisst, wie ich das meine. So, wir drehen das jetzt einmal hier ganz kurz rum. Wahrscheinlich wird es mir trotzdem nicht auf Anhieb gelingen, wie ich mich kenne. Ich werde ihm hier noch so ein bisschen Support mitgeben. Weil ich glaube, das kann nicht schaden. Wahrscheinlich reicht das noch nicht mal. Sieht sogar gut aus. Jawohl, cool. Ich weiß nicht, ob die beiden hier nicht unnötig waren. Ich vermute nicht. Begrenzte Materialien für dieses hier. 14 Holz. Ja, da kann man normalerweise... So schwer bist du nicht, gell? Ja. Bisschen höher gehen hier. Ich weiß nicht, ob das alleine hier schon reichen wird. Ich würde es eigentlich gerne ein bisschen weiter runter machen. Den mittleren Part. Im Notfall machen wir das aus Stahl. Ich denke, das könnte halten. Ja, sogar relativ easy. Oh, gucken wir mal, wie lange die Serie funktioniert mit First Try. 3 von 3 in Welt 3. Sehr viele Dreier. Das ist einfach nur ein ganz klassisches Hydraulik-Level. Er fährt, wenn er drüben ist, Hydraulik-Schiff kommt, ja. Einziger Fehler, den ich hier machen kann, ist die Hydraulik irgendwie nicht sicher und gut bauen. Und das ist definitiv etwas, was in meinen... Na? So. Was definitiv in meine Kiste der Sachen fallen würde oder gehört... ich machen würde.
Wir kopieren das erstmal 1 zu 1 darüber. Ich denke, das sollte hinhauen. Wahrscheinlich klappt jetzt irgendwas nicht. Doch. Jawohl, da haben wir es. Siehst du, 4 von 4. Auch gut im Budget. Kein Problem, dafür brauchen wir auch keine Ding. Sollen wir hier was anderes bauen? Wir lassen ihn gerade fahren und runterstürzen. Ah, nee. Wir machen eine straighte Bahn. Machen das einfach einigermaßen ordentlich hier hin. So, ein bisschen gebogen. Machen wir den mal weg. Ziehen den hier ein bisschen nach links, weil dann können wir hier einen hinmachen und hier einen hinmachen. Dann machen wir den fest, machen den fest. Und ich würde behaupten, wenn wir jetzt von hier aus bis hierhin einen durchziehen und den einigermaßen schön winkeln. Leider nicht ganz so schön, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber es klappt trotzdem. Oh, wir sind hier voll drinne gerade. 5 von 5. Jetzt wird's aufhören. Wir haben weniger Anfahrgeschwindigkeit. Ne, weniger Beschleunigung. Acceleration ist Beschleunigung. Gut. Okay. Klar, es ist weniger, weil wir hier nicht in einem kleinen runter, in einem Abhang quasi fahren, sondern eben starten müssen von da aus. Jetzt wird es auf jeden Fall enden mit den First Try. Ich will eigentlich gucken, dass wir hier das Steinehüpfen einigermaßen gemütlich hinkriegen, dass ich ihn hier vielleicht auf dem Stein landen lassen kann. Das heißt, ab jetzt ist die Serie leider gerissen. Wer also getippt hat, dass wir die ersten 5 schaffen, hat recht. Oh, das wird knapp. Aber er kommt hin. Ja. Und dann brauchen wir von hier Straße, Straße. Ich habe das Gefühl, das würde brechen aktuell. Weil er halt doof aufkommt. Vielleicht den hier ein bisschen kürzen. Ah, nee. Er fährt gar nicht richtig gut. Der ist zu kurz. Bisschen weiter. Der ist okay bis zu dem Punkt. Wahrscheinlich würde ich dann sogar eher sagen, wir nehmen den so. Und kommen darüber hin. Könnte auch vom Aufprall her doof sein, oder? Nee, ist super. Ausnahme bist du. Machen wir eine leichte Feder hin. Kriegen wir noch so ein Stück? Vielleicht, wenn wir es ein bisschen höher machen. Dass wir gerade bis hier drüben zu dem Stein kommen. Dass wir auch wirklich das Steinehüpfen quasi... Nee, schaffen wir nicht. Okay, dann machen wir hier noch einen hin. 8 Straßen haben wir noch. Ja, das sollte kein Problem sein, mit 5 Straßen da drüben ins Ziel zu kommen. Wenn ich das so angucke. Wahrscheinlich brauchen wir hier wieder eine Feder. Aufgrund des Aufpralls. Oh nein. Guck mal, wir dürfen dich wegnehmen. Und müssen dich da hinlegen. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Und jetzt können wir dich hier einfach durchbauen und das war's. Auch wieder eher eine einfache Geschichte. Nur eben daran gehindert, First Try zu werden aufgrund der Natur des Levels.
Also ich glaube, das Level ist nicht First Try lösbar. Da musst du halt wirklich wirklich exakt wissen, was du machen musst. Gefühlt. Aber ich bin zufrieden. Ja. Easy. Wunderbar. Dasselbe ist geschafft. Das heißt, nächste Episode geht's weiter mit 3-7. Bis dahin euch wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Hoffe, ihr seid dabei. Wenn es weitergeht bei dem Level, natürlich Mittwoch, also morgen, die Weekly in Pauly Bridge 3. Donnerstag ein Level von euch. Ich bin mir nicht sicher, ob Pauly Bridge 2 oder Pauly Bridge 3 dran ist. Am Wochenende, wie immer, Master Mode in Pauly Bridge 3. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.